herzlich willkommen bei Stay Gesund. Ich zeige dir heute, wie man sehr leckere Grünkohlchips macht. Eine leckere Knabberei, die natürlich jetzt, wo der Grünkohl da ist, wirklich auch zu empfehlen ist, es jetzt frisch zu machen. So, das heißt, ich habe den Grünkohl einmal im Waschbecken gewaschen. Der ist vom Biomarkt geholt. Er ist jetzt natürlich sehr nass. Das heißt, ich trockne ihn ein bisschen ab. Versuche ihn ein bisschen abzuklopfen. Wenn es ein bisschen leerer ist, kann ich auch einfach einmal das drehen. Wenn ich dann wüsste, wo der Deckel ist. So, kann es auch einmal in der Salatschleuder schleudern. Ja. Ist besser. Besser. So, jetzt habe ich eine Glasschüssel. In dieser Glasschüssel mische ich einmal eine Mischung an. Das hat sich erwiesen, dass das besser ist, das vorher zu machen und nicht hinterher. Insofern mische ich das am Boden jetzt einmal an. Da kommt Olivenöl. Das sind Hefeflocken. Also wichtig, dass du da nichts mit Glutamat nimmst, sondern wirklich Bio-Hefeflocken, dass du da auf eine gute Qualität achtest. Die machen das würzig. Dann kommt hier diese wunderbare, das ist die beste Qualität an Sojasauce, die es überhaupt nur gibt. Das ist das Nama Bio Tamari von der Firma Sojana. Das ist wirklich unerhitzt fermentiert. Also ich kenne keines, was besser ist. So, jetzt habe ich noch ein Wildkräutergewürz. Da kommt auch noch ein bisschen was davon rein. Und dann rühre ich das einmal zusammen. Verteile das einmal, denn am Ende wird es dann in den Blättern verteilt. Ja, lecker. So, jetzt mache ich mich ans Werk. Also, der Strunk von dem Grünkohl kommt nicht mit in die Chips hinein, sondern du rupfst wirklich kleine Teile von den Blättern. Auch wenn an den Blättern sozusagen Seitenstränge sind, die so etwas fester sind, nehme ich sie nicht mit rein, sondern streife einfach rechts und links sozusagen alles ab. So. Das ist ein bisschen verfärbt hier. Genau, also ich versuche sie nicht zu klein zu machen. Auf der anderen Seite, wenn die Blätter so groß sind, lässt sich das sehr schlecht vermischen mit der Marinade. Das ist dann auch irgendwie, das macht dann keinen Spaß. So, insofern schaue ich mal. Genau, wenn es größere Blätter sind, kannst du sie auch einfach so abreißen und dann das Blatt nochmal so zerkleinern. Köstlich, ich freue mich da richtig drauf. Die habe ich jetzt so lange nicht mehr gemacht. Das ist ein Schmaus. Genau, die Strünke, diese Stiele, die schmeiße ich einfach nur weg. Die entsorge ich in Biomüll, weil ich die auch zu scharf finde zum Entsaften. Manchmal nehme ich Grünkohl auch mit in den Entsafter rein. Ist aber schon, also das ist schon was für Fortgeschrittene. Ja, also das ist schon stark. Wenn man das möchte, so als Shot sozusagen, ist ja super. Aber ich würde auf jeden Fall den Strunk rausnehmen. Dann wird es nämlich mit Strunk wirklich richtig scharf. So. Ein bisschen noch. Na doch, ich kriege alles rein. Wunderbar, ja, das ist so irre, wenn das so die Blätter so zusammen sind noch, sieht es so wahnsinnig viel aus.
Aber wenn wir sie dann auseinanderrupfen, wird es schon weniger. Und wenn wir es trocknen, wird es natürlich noch weniger. Genau, diese Leckerei ist sehr viel besser als alle anderen Formen von Chips. Insofern ist das eine tolle Alternative. So, wunderbar. So, das war die ganze Menge. Ich nehme meinen Ring ab, weil das sonst ziemlich unangenehm ist mit der Marinade unter dem Ring. So, und jetzt massierst du wirklich mit den Händen diese Marinade in den Grünkohl ein. Dann wird es richtig lecker, weil das richtig in die Blätter sozusagen einwirkt. Ich hätte eine größere Schüssel gebrauchen können, aber so geht es. Es geht, es geht. Es geht. Schadet alles nicht. Genau, kräftig durchmassieren. Teile nochmal mit dazu. So, neben mir siehst du schon den Stöckli. Der Stöckli ist mein Trockengerät. Ich habe so oft von gesprochen, dass ich dachte, ich stelle ihn jetzt nochmal im Ganzen hin. Bei diesem Gerät ist das Tolle, dass man eben direkt einstellen kann, wie viel Temperatur es hat, sodass es also in Rohkostqualität bleibt. Rohkostqualität ist auch nicht nur theoretisch, das hat nichts mit einem Ideal zu tun, sondern das geht einfach darum, dass alle Nährstoffe, alle Enzyme vor allen Dingen gut erhalten werden. So, jetzt ist der Grünkohl fertig und jetzt werde ich den bei 42 Grad trocknen, sodass ich dann also wunderbar heute Abend oder morgen oder so fertige Grünkohlchips habe. Also, viel Spaß beim Nachmachen und ich freue mich, dich inspiriert zu haben. Bis dann. Tschüss.